Moin, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Let's Play Pure Farming 2018. Wenn wir es denn Pure Farming nennen wollen. Quatsch, wenn wir es denn Let's Play nennen wollen. Wir gucken hier auf jeden Fall mal, was wir hier machen können. Was kann ich denn hier mit Steuerung umschalten machen? Aha. Ja, war jetzt auch nicht wirklich was. Okay. Oh, sorry. Bin gegen's Dingens da gestoßen. Verkaufe 6200 Kilogramm Feldfrüchte in der Einkaufszentrale. Ja, kann ich aber ja erst machen, wenn ich noch 6200 Kilogramm habe. Habe ich nicht. Also muss ich erstmal noch wieder aufs Feld. Wahrscheinlich. Also diese reine Tastatursteuerung nervt. Echt. So. Wie ging das noch? Erntemechanismus einschalten. Dann müssen wir ja hier erstmal ein bisschen noch ernten, damit wir dann noch Feldfrüchte in der Einkaufszentrale tatsächlich verkaufen können. Oha. Na, ich fahre jetzt mal gerade durch, einigermaßen. Ja, die Kamerawinkel oder beziehungsweise der Zoom ist natürlich recht begrenzt, aber das soll ja heute in einem Patch behoben werden, den ich natürlich leider noch nicht habe, weil wo ich das jetzt aufzeichne, ist ja noch nicht heute. Also ich habe das ja praktisch gestern aufgezeichnet, also Donnerstag. Am Freitag soll der erste Patch rauskommen, wo so ein paar Sachen adressiert werden. Aber so Lenkradsteuerung. Vor allem heißt es ja irgendwie, es wird daran gearbeitet, mehr Lenkräder zu unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon Lenkräder unterstützt werden. Wenn ja, welche? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht wirklich großartig recherchiert. Aber ich bin ja schon froh, dass ich jetzt hier nicht gerade irgendwie alle 2,5 Femtosekunden eine E-Mail kriege, so wie in der gestrigen Folge. Das war ja dann doch schon ein bisschen nervig. Ist ja okay für den Anfang, als sozusagen als Tutorial, als Einführung ins Spiel.
Ja, Nerv. Kamerakollision. Also im Augenblick, nach jetzt gerade im dritten Spiel, kann ich sagen, für mich ist das kein ernstzunehmender Konkurrent für ein Alice. Ganz klar. Nicht, dass ich das Spiel schlecht finde, dafür habe ich es noch gar nicht lang genug gespielt. Aber, ja, vielleicht, also ne, ich kenne ja auch längst noch gar nicht alle Funktionen, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann sagen würde, hier, ich spiele kein LS mehr. Ich spiele Pure Farming. Ich glaube, das Spiel ist nicht... Ich bin nicht die Zielgruppe dieses Spiels. Frag mich nicht warum. Irgendwie habe ich so... das Gefühl. Ich fühle mich irgendwie noch nicht so wirklich wohl. Das liegt jetzt nicht nur... an der fehlenden Lenkradunterstützung im Augenblick. Es gibt natürlich noch keine große Community, wie auch. Das ist das erste Spiel, ne? So viel ich weiß von dem. Das ist auch gar kein... Ist, sag ich mal, nicht deren Fehler. Aber natürlich ein großes Problem für die Hersteller hier von diesem Pure Farming. Jetzt fehlt mir noch ein Kilo. Wenn ich den nicht hab. Aber wir können ja mal hier den ganzen Kram, der hier liegen geblieben ist, den könnte man ja mal abernten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Die Begeisterung sieht anders aus. Natürlich ist es auch ungewohnt. Man muss sich da erstmal reinfuchsen. Aber... Ich bin mal gespannt, wie das mit den Mods aussieht. Wann hier wirklich die ersten Mods kommen und wie schnell... Und wie, also von welcher Qualität die sind. Ich habe ja auch gelesen bei Facebook, dass man Modder sucht, die man bezahlen möchte, um Mods zu erstellen. Aber ob das jetzt so passieren wird, ich weiß ja nicht. Ich meine, klar, ne? Da werden sich sicherlich... Ich weiß nicht, wie aufwendig das Erstellen von Mods hierfür ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann einige Leute, die jetzt für ein LS so als Hobby zocken, als Hobby modden, dass die irgendwann mal sagen, ey, pass auf. Ich kann nicht einfach nur eine Community glücklich machen. Ich kann da auch ein bisschen Geld mit verdienen. Vielleicht über die Schiene, ich weiß es nicht. Da vorne ist noch so ein kleines Mini-Stück. Das müssen wir noch eben abernten.
Stehe ich nicht gut genug drüber oder was? Achso. Warum? Okay, warum lädt er nicht ab? Steuerung ist auch nervig. Wenn er stehen bleibt, fährt er von alleine dann weiter rückwärts. Behälter wurde geleert. Na dann. Okay. Ja, dann, hab ich jetzt eine neue E-Mail bekommen? Nee. Verkauf von Getreide. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Richtig, den Verkauf deiner Fellfrüchte. Aha, okay. Wenn man den Weizen rumliegen lässt, dann verschwindet er irgendwann. Ja. Wir bringen ihn hier erstmal weg. Das habe ich mal so gelernt, dass man das runter macht. So, gibt noch mehr Lichter aus. Ah, hier mal rennen muss. Ich weiß nicht. Ja, die Lenkung. Weiß ja nicht. Ja, was ja ganz lustig ist, ist ja so diese Unschärfe, ne? Die Gebäude, die verschwinden nicht einfach nur, wenn sie weit weg sind. Sondern die sind erstmal unscharf. Und werden dann nach und nach schärfer. So, aber warum ist da hinten, weiß ich nicht, ist das Wasser? Warum ist das so hell? Ups. Was ist hier los? Wollt ihr alle hier? Okay.
gut. Alles klar, soweit sind wir. Mal gucken, wie es weitergeht. Danke fürs Einkaufen, fürs Zuschauen, meine ich. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar oder abonniert mich, würde mich freuen. Falls ihr meine Let's Play-Folgen vom LS17 noch nicht kennt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaltet. Und ich würde mich auch bei Facebook besuchen, Friesenjungen13 heiße ich da. Oder aber auch auf meiner Website friesenjungen13.de. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und dann freue ich mich natürlich noch mehr, wenn ihr morgen wieder reinschaltet zur nächsten Folge von Let's Play Pure Farming. Ciao!